Ach, das Bild, das wurde ja auch an dem Tag da gemacht, wo der William gestorben ist, ne? Hatte doch die Mutter gesagt irgendwie. Was? Oh my God. What is happening now? Butterfly-Effekt oder was? Jetzt ernsthaft? Ich meine, wir können doch eh schon die Zeit zurückdrehen. Heißt es, das ist so allgemein. Das ist einfach, das kann man einfach dann auch so machen, wenn man was mit der Zeit machen kann, dann. What? Aber crazy ist natürlich cool, sowas dann auch mal zu spielen. Auch wenn die Idee halt nicht neu ist, ne? Fokussiere mit A und D und justiere dann mit linke, rechte Maus. Okay. Wie jetzt genau? Ja, warte mal, ich. Muss ich das schnell drücken? Nein. Also ich. Habe ich jetzt zu lange? Also es wird doch immer. Halte Leertaste, um das Foto automatisch zu fokussieren. Ja, danke. Ah, okay. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Ja, kein Are you Wunder. Okay? Yeah. I just Oh fuck. Yeah, I'm fine. Krass. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook. William is here. Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat How? Ich will ein Foto da machen von den beiden. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. That's true. So, how many eggs? Don't I love William question, like he was in my own family. Like you're the real cook I won't let him die today. Yeah. I won't. Das ist aber nicht so gut. Das kennen wir ja auch schon vom Butterfly-Effekt. Man sollte nicht unbedingt was ändern. Chloe is just so damn happy and carefree. And this is the last time unless I change it. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal ganz kurz. Warte ganz kurz. Aber das ist doch hier das Bild, oder nicht? Aber eben. Na, oha! Vielleicht kommt er ja gleich wieder. Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe. Oh, die soll er abholen. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Oh, nein. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. He'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Kann ich ihn nicht irgendwie ansprechen? Warum ist eigentlich die Kamera gerade so komisch? Muss ich zurückspulen, um das Foto zu machen? Anscheinend irgendwie, ne? Weil ich gerade so das Gefühl habe. Dass er. Wow, dass er hier nicht mehr zurückgeht. Mom said it depends. That's true. Da, Kamera, ich muss die Kamera nehmen. Don't you dare question the chef. Foto. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Ja, cool. Right, like you're the real cook here. I am when your mom is away. You can see the bond between Chloe and her father. And the love. Now this is a photo.
Joyce loves William so much. Viel Glück, Liebling. Deine Beförderung macht uns so stolz. Du kriegst eine Woche lang 2 Wales-Waffeln zu Hause. Dein liebendes Weibchen. Oh, Wifey. Süß. Crazy, oder? Voll crazy. I know I've seen those pictures before. Me and Daddy. Oh Gott, ich weiß aber nicht, ob das so gut ist, was hier... Nee. Das aufzuhalten, man, dass er stirbt. I remember Chloe reading this. But not after today. Und außerdem, wir wissen doch auch, was jetzt war. Ja, wir retten zum Beispiel schon die ganze Zeit Chloe ihr Leben, ja? Oder das Leben von Chloe, sagen wir es so. Weil das so ein bisschen wie Final Destination ist. Man hat so das Gefühl, wenn sie sterben muss, dann muss sie sterben. Und irgendwie habe ich ihr jetzt schon mehrmals das Leben gerettet, also mindestens 3-mal. Und wenn ich jetzt das Leben von William rette, ich weiß nicht, also keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass das gut ist. Hello. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Chloe was so into manga. Nice hair. Yeah. Very shortly. Love you. Was? Coming? Excuse me, ladies. Zeichnen. I have to rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar. Ah, wir haben jetzt ein... Obvious, but it will have to do. Um zu sehen, dass es jetzt hier wirklich nicht ein Traum ist, sondern dass es noch in der Zukunft dann bleibt. Zumindest in, wahrscheinlich in der veränderten Zukunft. I know they never took that big vacation. Oh Gott, weil wir jetzt halt echt, wenn wir jetzt echt irgendwas verändern. Ich meine, es kann ja einfach nur sein, dass man, vielleicht kann man es jetzt echt nicht aufhalten. Also es wäre jetzt eigentlich, oh Gott, das ist so konfus, ne? Wenn wir das jetzt aufhalten, dann ändern wir halt ohne Scheiß die Zukunft. Eigentlich, wenn Zeitreisen, das war doch mal, hat das nicht sogar Einstein gesagt oder so, wenn Zeitreisen möglich wären, dass man einfach die Vergangenheit nicht ändern könnte. Oh, ich sollte vielleicht die Schlüssel... Aha! You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. Hört jetzt. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Ich hätte, glaube ich, gerade gar nicht zurückspulen können. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Aber jetzt gleich schaut, wie er ins Licht geht und... Ja, genau. Jetzt muss ich, das habe ich mir gedacht. Jetzt, warte mal, wir spulen nochmal ganz komplett zurück. Obwohl... Nicht komplett... Ja, kann ich jetzt hier nicht auf... Ah, da habe ich ein Foto gemacht. Ja, dann schwimmen wir halt komplett zurück. Aber ich will eigentlich das Foto auch gemacht haben von den beiden gerne. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. That's true. So, how many eggs? Don't you dare question. Also nicht nur als Errungenschaft, sondern auch wirklich, dass die das Foto haben. Zumindest in der Gegenwart, die wir dann halt haben. So. Das will ich gerne. Genau. Das ist nämlich auch eine Entscheidung. Jetzt malen wir das hier schnell und dann sollten wir schnell den Schlüssel schon mal nehmen. Ja, genau. Score! Okay. Gut, dann haben wir das. Dann können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Wir können ja nochmal zurückspulen. Ach so, den Schlüssel jetzt verstecken. Hallo? Hey, honey. Just making oh, yeah. I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Ich muss ihn auch... Nein, ich verstecke ihn am besten gar nicht. Behalte ihn einfach. Ist doch am besten, oder nicht? Nein, ich will ihn nicht verstecken. Now I'll have an excuse to get a mocha. My family never took fun, goofy photos like this. Ist das nicht ein ganz normales Bild eigentlich? Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen. Ja, I forgot about this. Back to the lighthouse.
Dad, danke für den Ausflug zum Leuchtturm. Dieses Bild ist für dich, damit du immer daran, dich immer daran erinnerst. Love, Chloe. Süßi. Süß, Save süß. Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast you upon. You are ridiculous. He'll be grateful for that someday. Ja, genau, ich lege ihn genau in die Schale rein. That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Keys, please. Hier kann ich anscheinend Schlüssel werfen. What the fuck? Also da so weit erreicht die Erinnerung irgendwie nicht, ne? Schaut mal. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. Gut, das könnte ich natürlich machen. You're bankrupting me. Aber schaut mal, bist... Max. Oh nein. Not the best time for a prank. Ja, dann muss ich sie rausschmeißen. Ja, krass, das heißt, dann hätte egal, wo ich sie versteckt hätte. Are you sure Joyce is ready? Let's just wait. Sorry. Here. I'll get you back someday. Krass, okay. And no Chloe and Max wine tasting. Ja, ja, skip. Alles klar. Habe ich den Schlüssel gehabt? Ja, habe ich. So. Shit. Ah ja, okay. Ich dachte schon, das Spiel buggt schon wieder rum. I know I had those keys right here. I know it. Sehr gut. Sehr Forgot gut. All about you, little buddy. Aber ich will das eigentlich. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, die... the bus is great. die It comes every 15 minutes, and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries, and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Okay. Okay. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Mhm. Ja, das war mal, ne? Und ist jetzt nicht mehr echt. Dafür geht's, sind alle gut echt und er lebt noch und... Okay. Ach, das war mal. Und das ist jetzt die neue... Okay. Das ist natürlich auch nicht mehr. Oh Gott, wir haben so viel geändert. Die feiern immer noch ihren Hochzeitstag sozusagen. Das war auch mal. Oh, und Chloe hat ein Auto bekommen. Oh nein, Chloe hat ein Auto bekommen? Na, warte mal, das war ja das Auto, das ich vorher auch hatte. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie jetzt einen Unfall hat, aber... Das wäre ja eigentlich bescheuert, oder? Sie hätte ja ihr Auto sowieso, das... Weiß nicht. Oder habt sie das jetzt früher bekommen als vorher? Nee. Ich meine, sie ist ja auch 18, so wie wir, also... Hello, are you even listening, Maxine? What? All my friends in LA told me that Oregon was going to be wet and cold every day. But never, like Maxine. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Okay, you want to go hit the girls' potty and smoke them peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Bin ich überhaupt noch mit Chloe befreundet? When I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Was ist hier los? Was ist hier los? Und was hat sich jetzt noch alles verändert? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Die müsste ja fast hier noch zur Schule gehen auch. Und weil eigentlich dürfte sie ja jetzt nicht so in Anführungsstrichen abgefuckt sein. Oh, okay. Okay. Ja. Weil jetzt, sie müsste jetzt eigentlich noch ganz gut sein in der Schule, keine Drogenprobleme haben und weiß was ich was alles. Musik muss ich eh wieder rausschneiden. Es bleibt mir leider nichts anderes übrig.
Aber ich meine, der Anblick reicht doch hier schon, da braucht man doch keine schöne Musik mehr. Ich bin echt mal gespannt. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Naja, aber gut, das war der Wunsch von Chloe. Hat man jetzt gehört. Also das war ihr einziger Wunsch. Also ja, darf sie jetzt nicht meckern. Auch wenn sie natürlich jetzt keine Ahnung mehr hat, dass ich wahrscheinlich überhaupt die Zukunft... Ja, sie hat ja keine Ahnung, dass ich die Zukunft, die Vergangenheit ändern kann, beziehungsweise zurückspulen kann. Das weiß sie ja alles gar nicht. Wer weiß, ja... Nee, keine Ahnung. Das fickt gerade mein Hirn. Ungestrandeter Wal. Meere. Oh, die toten Vögel. Wale. Also anscheinend haben wir dieses... Oh. Das mit dem Sturm ist wohl noch nicht so ganz vorüber. Das ist wohl immer noch gleich. Sie ist ja schon im anderen Leben fast ständig gestorben jetzt und wahrscheinlich jetzt haben wir das Leben vom Vater gerettet und irgendein anderes Leben muss dafür dem Tod geopfert werden, keine Ahnung. Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Okay, sie liebt. Hold on. Chloe, you have a visitor. Okay. Was? Was, Max? Ich wollte gerade sagen, aber vielleicht ist sie ja glücklich. Und das ist jetzt nochmal echt, das ist gar nicht blöd gemeint. Aber dass wir irgendwas verändert haben und irgendein Scheiß passiert ist, war doch eh klar. Na, fuck. Aber Max wollte es halt ausprobieren. Ah, okay, Episode ist zu Ende. Ja gut, hätte ich mir denken können. Ich glaube, das überspringen wir einfach mal. Wir können es am Ende nochmal... komplett durchlaufen lassen, weil ich weiß, es dauert hier immer so ewig, dieser Abspann. Gut, du hast das Geld gestohlen, ja, okay. Genau, weltweite, ja. 46%. Okay, sogar etwas weniger als die Hälfte. Du hast Chloe geküsst. Okay, haben die meisten gemacht. Ich hätte es vielleicht echt nicht machen sollen. Du hast Chloe unterstützt. Ja, haben auch die meisten gemacht. Das ist irgendwie logisch. Du hast Franks Hund vor Schaden bewahrt. Ja, also, das ist auch echt krass. Ich mag auch keine Hunde, aber das muss echt nicht sein. Chloe hat Davids Waffe. Frank hat Davids Waffe. War das noch in diesem? War das nicht in der Episode davor? Ach so, falls er sie gehabt hätte, jetzt verstehe ich's. Denke ich mal, darum liegt sie da oben da in dem Wagen, weil das ist ja der Wagen. Falls er sie gehabt hätte, hätten wir sie jetzt wahrscheinlich hier zurücknehmen können. Okay. Alles klar, alles klar. Das könnte natürlich auch echt für später sich auswirken, ne? Wenn er jetzt nochmal so ein Ding war hier. Nächster. Lisa lebt. Ach so, die Pflanze. Ich dachte gerade, wer ist denn Lisa? Das ist, glaube ich, ja, das muss die Pflanze sein. Und Lisa ist tot, okay. Du hast Warren bei seiner Prüfung nicht geholfen. Ja, ich dachte... Was? Bei seiner Prüfung nicht geholfen?
Ach, da hätte ich die Note ändern können. Stimmt, genau das war das. Du bist auf der Vortex Club Partyliste. Na klasse, das will ich eigentlich gar nicht. Ah, ich habe sehr verursacht. Du hast ein paar Namen von der Vortex Club Partyliste gestrichen. Das haben eigentlich hat keiner gemacht. Also wenige, sagen wir es mal so. Du hast die Nachricht auf dem Anrufbeantworter gelöscht. Eigentlich sogar Hälfte, Hälfte, krass. Du hast Alissa geholfen, mal wieder natürlich. Du hast die Obdachlose gewarnt. Machen auch nicht so viele, aber jetzt sind wir ja eh in einer neuen Zukunft, also ist das ja eigentlich schon wieder fast scheißegal, weil die wird es gar nicht mehr wissen und naja. Du hast in der Vergangenheit ein Foto geschossen. Ja, siehst du? Da bin ich extra nochmal da. Du hast eine Markierung am Kamin entlassen. Gut, dass ich das beides nochmal gemacht habe. Ja, weil sonst wäre das ja weggespult gewesen. Hier ist es nicht so ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob die Leute sich dann einfach umentschlossen haben oder ob sie es dann nochmal beim Zurückspulen einfach verplant haben. Okay, wir könnten jetzt, ja, Statistiken der Freunde, wie ist es hier? Lisa lebt. Ich bin die einzige meiner Freunde, bei denen Lisa noch lebt. Bei den anderen ist sie alles tot. Okay, 75%, 50-50, 25. 25. 50-50, 50-50. Ach ja, ihr habt auch vermehrt keine Markierung hinterlassen. Vorherige. 50-50. Ah ja, das ist gut. Ah ja, Alle, ja klar. 50-50. 50-50? Oder ist es halt echt, wenn man nochmal zurückspult und so, dass das irgendwie dann nicht mit reinzählt? Das wäre ja irgendwie total krank. Wer macht denn das? Ah ja. Und ein paar haben echt Data Frank noch. Okay. Gut. Dann beenden wir mal. Mal gucken, ob jetzt wieder so eine kleine Vorschau kommt auf die nächste Episode. Wahrscheinlich schon. Aber crazy jetzt. Also ich bin echt gespannt, wie das jetzt dann da weitergeht in unserer neu erschaffenen Zukunft. Also das, wie gesagt, wenn man da länger drüber nachdenkt und drüber redet, dann ist das ganz schöner Mindfuck. Also nicht das Thema an sich, sondern wirklich im Kopf. Es ist so ein bisschen, man kommt irgendwie nicht klar, man dreht sich so ein bisschen im Kreis, weil es halt einfach so eine theoretische Sache einfach nur ist. Oh, Vortex Club Party, alles klar. Stimmt, wir sind ja auch auf der Gästeliste. Dafür ein paar andere Leute nicht. Wer weiß, wer nicht. Wird spannend, ja klar, weil jetzt ein paar Leute werden wir vielleicht auf der Party gar nicht sehen. Episode 4, Dunkelkammer. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.